Firmensitz des russischen Online-Senders RT in Berlin. Seit Wochen hat Zapp um ein Interview gebeten, aber keine Antwort erhalten. Ein Mitarbeiter schlägt uns einen merkwürdigen Deal vor. Wenn wir jetzt ein Interview geben und RT viel Erfolg wünschen, dann bekommen auch wir eines. Wir lehnen dankend ab. Immer mehr Mitarbeiter kommen, selbst der Chefredakteur. Sehr gern. Berichten Sie, sagen Sie uns was über Sie selbst. Ivan Rodionow will keine Fragen beantworten, er will selbst welche stellen. Filmt ungefragt in den Teambus, Kamera gegen Kamera. Eine absurde Szene. Vergangene Woche geht der russische Sender RT mit deutschem Programm online. Er bietet Aktuelles über Deutschland und die Welt. Klares Feindbild zum Beispiel die NATO. Englisches wird auf Deutsch übersetzt und ein wenig verändert. Etwa ein Zitat. Vom neuen NATO-Generalsekretär, der sagt, es gebe nichts außer Dunkelheit und Kälte hinter der russischen Grenze. Tatsächlich lautet das Zitat, zu Sowjetzeiten habe die Grenze etwas Dunkles und Einschüchterndes gehabt. RT Deutsch verzerrt. Oder der Sender berichtet über das angebliche russische U-Boot in Schweden und verweist auf die schlimme kalte Kriegsrhetorik, zeigt einen US-Fernsehmoderator, der Schweden auffordert, weiter nach russischen U-Booten zu suchen. Nein, Schweden, so funktioniert das nicht. Wenn du ein unscharfes Bild von etwas siehst, dann beschäftige dich damit für den Rest deines Lebens. Was RT nicht sagt, der Ausschnitt stammt aus einer Satire-Sendung. RT Deutsch täuscht. In einem Bericht über Kinderarmut in Deutschland heißt es reißerisch, dass auch in Deutschland die Kinderarmut weiter steigt, wird hierzulande von den Medien ignoriert. Falsch. Zapp hat rund 60 Berichte über Kinderarmut in Deutschland 2014 gezählt. RT Deutsch verschweigt. Es ist nicht so, dass RT unbedingt versucht, es so zu machen, dass alle, dass man alles glaubt, was in RT läuft. Sondern es geht eher darum, so eine allgemeine Unsicherheit über die Mainstream-Medien zu schaffen. Ich glaube, dass RT mit Journalismus in Wahrheit gar nichts zu tun hat. Das ist sozusagen ein Propagandainstrument in einem Informationskrieg, in dem man sehr gezielt versucht, Informationen zu nutzen, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Hinter RT steckt die russische Regierung. Sie hat den Sender mit einem klaren Ziel gegründet. Bei der Gründung ihres Senders war unsere Überlegung, dass es auf der Weltinformationsbühne einen weiteren Akteur geben muss. Einen, der objektiv über Russland berichtet und versucht, das betone ich, versucht, das Monopol der angelsächsischen Medien zu brechen. Und zwar mit einem ganzen Firmengeflecht. Russland heute gehört zu 100% dem russischen Staat. Tochterfirma RT, Russia Today, sendet schon lange auf Englisch, Spanisch und Arabisch. Und neben einer Videoagentur auch auf Deutsch. 300 Millionen Euro gibt Russland geschätzt für diese Außenwirkung aus, jährlich. Es passt auch zusammen mit einer politischen Strategie, die man jetzt in Russland erkennt, wo man eben versucht, im Westen Ansatzpunkte zu finden, wo der Kreml irgendwie Alliierte sich finden kann. Und das versucht man eben auch in Deutschland zu machen, weil das sagen die Leiter von den einigen russischen Staatsmedien ganz offen, dass sie hier in Deutschland die Möglichkeit sehen, eine Zuschauerbasis für Russia Today aufzubauen. Gezielt werden die Unzufriedenen angesprochen. RT Deutsch versucht, ein Image zu kreieren. Unser Leitbild lautet, wir zeigen den fehlenden Teil zum Gesamtbild, also genau jenen Part, der sonst verschwiegen oder weggeschnitten wird. Ich denke, dass dieser Leitsatz Leute anlocken soll. Also er schafft natürlich so eine gewisse Atmosphäre, bei der Menschen glauben, dass sie hier etwas finden, was im Verborgenen stattfindet. Und das funktioniert bei einigen. Facebook-Nutzer kommentieren begeistert, danke für die ehrliche Aufklärung und nicht wie die westlichen Medien mit Propaganda und Lügen. Eine seltsame Form der Aufklärung. Der umstrittene Autor Udo Ulfkotte wird rund 20 Minuten interviewt, ohne eine einzige kritische Frage. Er behauptet über die deutschen Medien, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit mit westlichen Geheimdiensten gibt und dass der Leser, Zuschauer oder Hörer sehr häufig nicht die Wahrheit vorserviert bekommt. Die Medien als verlängerter Arm der Geheimdienste, RT Deutsch als Anlaufstelle für Kritiker aller Art. Ich glaube, dass wir da einen großen Auftrag haben, als Journalisten unsere Glaubwürdigkeit wiederzugewinnen und dem entgegenzuwirken.
Denn RT Deutsch lauert auf jeden Fehler von Journalisten.